Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crisis Core. So, wir werden direkt weitermachen und steigen auf diesen Fahrstuhl. Na super, zur Abwechslung mal die Skorpion-Variante. Gehen wir bloß aus dem Weg, sonst. Ja, der Gegner kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Unter anderem der Stil halt Final Fantasy 8, ganz klar. Aber sonst ist es, also habe ich jetzt zuerst an den allerersten Boss in Final Fantasy 7 gedacht. Mal gucken, ob er dieselben Methoden hat, sich zu... Oh Gott. Wow, 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 wow. Junge, Junge. Oh, Chocobo-Mode. Aber wir haben diesmal den Kaktor. Cool. 4, 6, 7. 1000 Nadeln, Stufe 3. Wie süß. Oh. Okay. Lass mich bloß in Ruhe. Der verletzt schon ganz schön viel, aber er ist zum Glück relativ langsam. So, wir sind MP-frei, das heißt, ich werde mal ein bisschen Glücksfahr hantieren. So, Glücksfahr ist nicht mehr. Vielleicht heile ich nochmal zur Sicherheit oder so. So ist gut. So kann er bleiben. Ja, das ist ja einfach. Gut, aber der hat scheinbar super viele HP. Also das merkt man ja schon. Stufe 5. Ich frage mich, wie viele Angriffe der Kaktor gemacht hat. Das sah ja schon aus wie mehr als 10. Sehr gut. Holländer muss hier entlang sein. Langsam habe ich die Nase voll. Oh, ich glaube, der ist noch nicht kaputt, oder? Das wurde jetzt gerade so auf den gefokust. That's far enough! Yeah. Really? You sure? Hey! What is he? Should have known. Mission failed. This goes on your permanent record. Huh? Sephiroth? Long time no see. Let the Turks take care of the rest. I was on my way to Modeoheim, but I heard you were in the area. Lucky me. The situation is not resolved. Genesis copies have been sighted around the world. That can't be. We wiped out those Genesis copies. Did Genesis really die? They've been sighted in Midgar as well. I see. The slums too. Permission to return. Granted. Yeah. Take care. You too. Hey, what's going on in Modeoheim? The device Hollander was using has been stolen. Genesis? Probably. We'll meet again soon.
I'll hold you to that. My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. Legend shall speak of sacrifice at world's end. The wind sails over the water's surface, quietly, but surely. Also lebt er doch noch, oder wie? So, wir haben wieder ein neues Kapitel abgeschlossen von Crisis Core. Wir werden jetzt auch an der Stelle speichern und machen direkt weiter. Wir haben einfach noch zu wenig Zeit, um jetzt hier zu beenden. Hä? Mir war, als wäre da was hinter mir her. Oder hinter mir. Habe ich mir vermutlich nur eingebildet. Komisch. Da war doch was hinter ihm. Oh. Zack! An Angeal copy? Thank you. Was it protecting us? Yeah, probably. Looks like it's degrading. Poor thing. Does this mean Angeal is out there too? It was so, I don't know, sad. What'd you come here to do? So, a flower wagon. Let's make one. Yeah, but... Don't worry. Can you hear me? Stay right where you are! I'll take care of things. So, that flower wagon. Let's do it. Hey, Sek, hier rüber. Was? Du Eris? Wenn der Wagen fertig ist, wirst du dann auch oben auf der Platte Blumen verkaufen? So ganz geheuer ist mir das ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich glaube, ich werde die Blumen erstmal nur in den Slums verkaufen. Ach komm schon, Eris. Ich begleite dich auch nach oben, dann brauchst du keine Angst zu haben. Wirklich, Zack? Danke. Also gut, lass uns mit dem Wagen beginnen. Ich werde die nötigen Materialien besorgen. Du kannst ja so lange hier warten. Okay. So, wir haben eine E-Mail bekommen. Lesen wir uns die doch direkt mal durch. Wir haben einmal von Sisney, einmal von Kunzel eine E-Mail bekommen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Kunzel an. Ich sehe alles.
Na, wo steckst du? Soll ich mal raten? Bestimmt bei diesem Mädel namens Eris, nicht wahr? Ha, erstaunt? Ich sagte dir doch, ich habe meine Ohren überall. Du brauchst mir kein Wort zu sagen und ich weiß doch alles. Will heißen, du kannst vor mir nichts verbergen. Aber so unter uns guten Freunden, oder? Aber so ist das unter guten Freunden, oder? Also, wende dich einfach mit allen an mich, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst mir deine Sorgen ruhig anvertrauen. Bin ein guter Zuhörer. Sisney, du hast doch sicher nichts zu tun. Mit dem Verschwinden von Direktor Lazar ist Soldier nicht mehr zuverlässig zu steuern. Da die Präsident sich nicht anders zu helfen weiß, brummte er uns Turks die ganzen Aufträge auf. Mein Urlaub haben sie mir einfach gestrichen und ich schiebe eine Überstunde nach der anderen. Und dass neulich für mich kein Freizeitvergnügen war, ist dir ja sicher auch aufgefallen. Tut mir echt leid. Wie geht es dir eigentlich in letzter Zeit? Sicher quillt dich eine schwelende Unzufriedenheit. Fahr doch noch einmal ans Meer. Um gute Arbeit zu leisten, muss man manchmal einfach verschnaufen. Oh, ist das lieb. Okay, wir sollen Material für den Wagen besorgen. Du kümmerst dich um die Materialien, richtig? Ich werde hier nach den Blumen sehen. So, die Frage ist jetzt nur, wo kriege ich die ganzen Materialien her? Mal sehen, ob ich mittlerweile hier hinten durch kann. Oh, nee, immer noch nicht. Gut, ich würde sagen, wir speichern hier erstmal. So, Missionskatalog erweitert. Ja. So, dann wollen wir mal. Oh, sucht ihr euren Kollegen? Dann schicke ich euch zu ihm auf den Schrottplatz. Wer will als Erster? Activating Combat Mode. So, ja, sind die wieder da? Oh Gott. MP frei, ja, dann nehmen wir natürlich hier mal Blitzfahrt. Praktisch ja, dass der Blitz weitergeleitet wird. Das ist halt geil an Blitz, das hat man bei Eis nicht. Was sind das für Dinge? Neuartige mobile Waffensysteme mit eigenem Antrieb. Sie erkennen und attackieren automatisch Monster. Die Waffenentwicklungsabteilung hat sie für die Bekämpfung der Genesis-Repliken Midgar entworfen. Und das ziemlich erfolgreich, wie es scheint. Die meisten Repliken sind aus der Stadt verschwunden. Nicht schlecht. Doch warum greifen die verdammten Blechhaufen dann mich an? Können die etwa nicht zwischen Monster- und Soldier-Kämpfern unterscheiden? Noch nicht. Ganz schön nervig. Das Problem wird sicherlich bald mit einem Update gelöst. Ach übrigens, Zeng, du fällst mir auch ganz schön auf den Wecker. Du spionierst doch bestimmt wieder hinter Eris her, oder? Hüllst dich mal wieder in Schweigen, was? Wenn du was von Eris willst, dann bitte, ich werde dich nicht aufhalten. Ich tue nur meine Pflicht als Türk. Wie? Ich ja auch. Ich will doch nichts von Eris. Als Mitglied von Soldier ist es meine Aufgabe, sie zu schützen. Hey, Onkel Soldier, ich habe gehört, dass du einen Blumenwagen bauen willst. Ich werde dir helfen, einen ganz schönen zu bauen. Dann freut sich Eris bestimmt riesig. Nein, es ist nicht, was du denkst, Zeng. Das ist alles nur zu ihrer Sicherheit. Hey! Ja, ich glaube, das glaubt man nicht. Der Bau eines Blumenwagens. Um einen Blumenwagen zu bauen, braucht es Werkzeug, Holz, Räder und eine Anleitung. Die notwendigen Materialien liegen im Shinra-Gebäude, in Sektor 8 und in den Sektor 5 Slums. Eris wird sich über den Wagen sicher sehr freuen. Lass mal sehen. Also, wir brauchen noch alles. Werkzeug, Holz, Räder und eine Anleitung. Wir sollten mit dem Werkzeug beginnen. Vielleicht wirst du ja irgendwo hier Müll finden. Da liegt immer ein Haufen nützliches Zeug rum. Ja, dann gucken wir mal. Hier liegt irgendwas auf dem Boden, sehe ich gerade. Oder liegt was auf dem Boden rum? Das schaue ich mir genauer an. Was ist das denn? Nanu, ein Shinra-Helm? Was macht der denn hier? Moment mal, das wird doch wohl nicht einer unter der Erde? Aber andererseits bin schließlich in den Slums. So, dann haben wir hier noch was.
Oh, da liegt was auf dem Boden rum. Schauen wir uns natürlich auch an. Hey, na, wer sagt's denn? Das Zeug scheint ganz brauchbar zu sein. Gebrauchtes Werkzeug mal eins erhalten. Nicht schlecht, Dongle Soldier. Du bist ja ein echter Sperrmüllprofi. Mit dem Werkzeug können wir locker einen Wagen bauen, wenn nicht gar einen Shinra-Roboter. Als nächstes brauchen wir etwas Holz. Robust sollte es sein, aber trotzdem schön aussehen. Wo könnte hier in der Gegend wohl Holz rumliegen? Ah, ich hab's. Ich hab da doch neulich was auf dem Slummarkt gleich neben diesen einen Stand gesehen. Was? Hey, warte! Und weg ist er. Was meint der? Holz lege auf den Markt in den Slums rum? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Doch ich glaube ich schon. Warte mal, Karte? Wahrscheinlich, ja, hier ist ja die Kirche, muss ich erstmal hier den Weg lang. Bin ich überhaupt richtig? Ja, doch. Doch. Das sieht gut aus. Oh, wir haben wieder eine E-Mail und ich will jedes Mal Start drücken, um die zu lesen. So, mal gucken. Firmeninterner, Personalsache 0207. Die unten aufgeführten Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. Lazard, Soldier-Direktor und Holländer, Forschungsmitglied. Ende der Mitteilung. Sind beide nicht gestorben. Lazard ist einfach nur verschwunden und Holländer ist uns vor der Nase abgehauen. Also, ja. Und wie mein Freund immer so zu sagen pflegt, wenn man nicht sieht, dass derjenige stirbt, dann lebt er auch irgendwo noch. So, das sieht mir wie Holz aus. Oh, das Holz hier könnte ich doch glatt für den Wagen benutzen. Ich nehm's mit. Hey, lass deine Griffel davon. Aber das Holz lag hier einfach nur rum. Ist es etwa deins? Das liegt hier nicht einfach so rum. Ich habe es so arrangiert. Das ist Kunst, du Banause. Warum brauchst du das Holz eigentlich? Nun, um ehrlich zu sein... Ah, verstehe. Du willst also einen Blumenwagen für ein Mädchen namens Eris bauen. Ich bin ein Handwerker aus den Slums in Sektor 7. Nach Sektor 5 komme ich immer zur Materialbeschaffung. Nun, ich denke, ich kann dir etwas von meinem Holz abgeben. Wirklich? Das wäre mir eine große Hilfe. Aber nur unter einer Bedingung. Ich arbeite derzeit an einer, Bar in den Sektor 7 Slums. Und ich möchte, dass du dir einen Namen für diese Bar ausdenkst. Ein Name für eine Bar? Genau, ein Name würde mir dabei helfen, Inspiration für die Gestaltung der Innenräume zu bekommen. Ich habe schon wochenlang meinen Kopf zerbrochen, aber ich komme einfach auf nichts, das hip genug klingt. Hast du vielleicht eine Idee für einen Barnamen? Na, ist das nicht Seventh Heaven? Klar, Tausender! Schildkrötenparadies ist in Wutai, wo man speist wie in Wutai. Badesohlen mit Surfbrettern und Hula-Kellnerinnen. Das ist ja hier im Costa del Sol, Starlet in einem künstlichen Sternenhimmel an der Decke? Nö, kenne ich nicht. Aber Seventh Heaven ist das. Ein Stück vom Paradies in Sektor 7. Siebter Himmel. Ein Stück von Paradies in Sektor 7. Siebter Himmel. Einfach, aber mit Potenzial. Ja, ich sehe es klar und deutlich vor mir. Ein junges Mädchen sollte an der Theke bedienen. Ganz meine Meinung. Ja, mit ordentlich Holz vor der Hütte und Bein bis zum Mond. Eine richtig heiße Braut halt. ja. Ich sehe schon, wir verstehen uns. Und unter dem Schankraum gibt es einen gut verborgenen Keller, ein geheimer Unterschlupf. Das wäre die perfekte Basis für eine Anti-Shinra-Organisation. Würde den Slums gut stehen, findest du nicht? Ja. Ich bin Mitglied von Shinra's Soldier, du Scherzkeks. Ja, der Name ist auf jeden Fall große Klasse. Es ist ein wahrer Quelle an Inspiration für die Bar. Ich bin dir äußerst verbunden und als Zeichen meiner Dankbarkeit sollst du das versprochene Holz erhalten. Altes Holz erhalten? Gute Arbeit, Onkel Soldier. Damit wäre auch das Holz in unserem Besitz. Ich wusste zwar noch, dass es irgendwo hier rumliegen musste, aber wo genau hatte ich vergessen? Das sieht ja ganz gut aus. Als nächstes brauchen wir Räder. Aber wo finden wir die? Räder, Reifen, Autos? Klar, wieso bin ich nicht sofort darauf gekommen? Das Auto. Hey, renn doch nicht schon wieder weg. Wieder einfach weg. Welches Auto meint er denn? Das Auto? Was für ein Auto? Stand irgendwo ein Auto rum? Ja, wahrscheinlich ist das, Boah, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich hätte ja jetzt gedacht, irgendwo oben in,
auf der oberen Plattform, aber das wüsste ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Bist du das? Nee, ne? Du bist ein anderer Junge. Vor der MK-93-2 war die Lokomotive MK-170 der Stolz in Shinras Fuhrpark. Die 70 wurde über 5000 Mal modifiziert und stets den neuesten Erfordernissen angepasst. Sie war eine fantastische Maschine, doch jetzt rostet sie auf dem Zugfriedhof in den Slums vor sich hin. Ah, Zugfriedhof. Moment, komm her. Mein Bruder weiß alles über Züge. Du kannst ihn alles fragen. Er weiß ganz bestimmt die Antwort. Ziemlich cool, oder? Ja, wo genau soll ich hin? Es ging ja um ein Auto, nicht um einen Zug. Ah, okay. Aber okay, ich werde jetzt den Part erstmal beenden. Ich werde dann im nächsten Part dann die E-Mail vorlesen und dann schauen wir mal zum Sektor 8. Also viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.